23. Paios. Die 2 Wochen der Erholung in Gare taten euch gut. Kraft tanken im Monat von Gerechtigkeit, um diese das ganze restliche Jahr über wieder ins Land zu bringen. Vor euch liegt die Finstermark. Ihr seid in einem kleinen Gasthaus untergekommen und konntet dort die wenigen ersten Gerüchte über die Verwilderung hören. Die Wirtin wusste selbst nicht viel, kann aber berichten, dass im Norden die Männer von Marschall Wertling sitzen. Unter Führung von einem Oberst steht die goldene Lanze von Ugo von Mühling dort und blickt ins Drachenland. Auch eine Einheit von Ingerims Hammer soll wohl dort sein. Zu wenig, um eine ganze Stadt zu nehmen. Die Scharmützel beginnen schon auf der Reichsstraße und täglich verschieben sich die Grenzen. Für euch heißt es, über die Dägel hinüberkommen. Der graue Mann bewacht seinen Strom und es führt keine wirklich begehbare Brücke hinüber. Werheim ist gefallen und Rancara Liretena wird nach Aussage der Wirtin von 2 Truppen belagert, welche die Brücke in Beschlag nehmen. Es heißt weiter nach Norden, um dort eine Lösung für das Problem zu finden. Und so beginnen wir. Ihr erwacht am 23. frühmorgens in euren Betten. Ach, ein herrlicher Tag. Warum sind wir nur in diesem verfluchten Landstrichen? Aber mir, es ist das Mittelreich. Das brennt ständig. Auf viel Platz, du da drüben! Halt's Maul, ich will pennen! Ist es immer wieder schön, mit euch aufzuwachen, Jalan. Da fühle ich mich gleich wieder so wunderbar. Wenn Leute mal in so einer Villa wären, die Wände dicker. Es ist keine Villa. Wir sind in einem Gasthaus. Naja, für Jalans Verhältnis ist es vielleicht eine Villa. Spottet nicht. Er ist noch nicht richtig wach. Wo sind wir? Ihr wisst schon, wo wir sind? Oh, ja, verzeiht, das ist früh. Jalan, habt ihr vom Irmblatt genascht? Nein, lasst mich. Wollt ihr habt nicht mit mir geteilt? Naschen? Ich habe noch ganz viel. Ich habe extra etwas angebaut bei uns in Kare. Oh, ihr seid aber auch ein guter Mann, du. Ja, ich kümmere mich ja auch. So ein gutes Ebenblatt. Ja. Aber jetzt lass mich erstmal aufstehen. Weiß jetzt eigentlich schon irgendjemand? Oder ist jemand in Erleuchtung gekommen, wie wir jetzt über diesen Kackfluss kommen? Weil ich hab mir ehrlich gesagt nichts einfallen lassen. Und durch, wie immer. Ist das eine gute Idee? Ihr wisst doch die Gerüchte, die wir in Napericum erhalten haben über diesen Fluss. Ja. Wesen. Ja, der graue Mann. Ich habe mich mit ihm jetzt noch nicht weiter auseinandergesetzt, aber als ich bei Romulus unter dem Fluss durchgegangen bin, da stellte das kein Problem dar. Ich habe mich natürlich im Vorfeld ausgiebig an den Ufern Meditation zurückgezogen und mich dann rituell gereinigt. Ich denke, das sollten wir alle machen, wenn wir unter dem Fluss durchgehen. Dann wird der Baumann auch nichts dagegen haben. Nun, ich bin mir sicher, sollte sich diese Wesenheit als substanziell erweisen, lässt sich irgendwie mit ihr verhandeln. Und unten könnt ihr derweil auch hören, wie wohl es Geklonge gibt, also Metall gegen Metall, was geschlagen wird und dann eine sehr krächzende Stimme, die wohl zu der Wirtin gehört. Die Herren, Essen ist fertig! Ja, das ist Musik in meinen Ohren. Bei Linke, dann erinnert euch an den Wein. Ich möchte nie wissen, was es hier zu essen gibt. Oh, bestimmt Haferschleim. Leckerer, nahrhafter Haferschleim. Ich gehe da mit Boldox, ich tippe auch auf Haferschleim. Oder irgendwas anderes, graues, nach nichts Schmeckendes. Lasst euch nicht so über den guten garetischen Hafer herab. Vielleicht gibt es auch Hufe und Klauen. Ja, wenn ihr die Stiege nach unten steigt, könnt ihr auch so schon sehen, dass Iserun bereits unten sitzt. Die hat ja woanders genächtigt und zwar in einem richtigen Bett. Im Gegensatz zu euch hat sie dann wohl eine der Unterbringungen von der Wirtin dann bekommen, die dann auch im Erdgeschoss lagen. Und sitzt da wohl auch schon, während die Köchin dann mitten in der Taverne steht, in einem großen offenstehenden Ofen, Kamin. Es gibt zumindest sowas wie einen Abzug und da in einer so großen Kessel rumrührt. Na, Iserun, da seid ihr ja. Sagt mal, Magestra, warum kriegt ihr eigentlich das Bett?
Na, weil ich ganz klar die hochgestellteste Persönlichkeit hier bin. Träumt weiter. Ich glaube, es liegt eher daran, ihr seid die einzige Frau hier. Was soll da der Unterschied sein? Unterstellt ihr etwa der Wirtin Sexismus? Nun, ich dachte mir, sie eher Travia. Naja, denkt weniger. Bin mir sicher, Kiaras hätte dazu was zu sagen, aber der ist vorhin schon aus dem Fenster geklettert. Ja, ich will nichts anmerken, aber nur damit wir das festgestellt haben. Herr Carino ist natürlich die höchste anwesende Persönlichkeit. Natürlich, Rafim. Ja, bestimmt. Ihr setzt euch mal. Der Haferschleim ist sehr, sehr lecker. Da sind sogar Beeren drin. Die sind rot. Ich weiß nicht, was für welche das sind. Die sind irgendwie getrocknet. Aber oh, ich weiß, was das sind. Das sind Waldbeeren. Die kommen aus dem Wald. Die haben wir bei uns auch. Tatsächlich, ja. Faszinierend. Ja. Habt ihr nicht Dschungel? Sind das dann nicht eher Dschungel? Walddschungel, da stehen Bäume. Jetzt, das muss reichen. Okay, die Beeren bei uns sehen noch ein bisschen... Ach, das sind schon die gleichen Boltax, ich glaub daran. Euer Glauben in allen Ehren. Habt ihr euch schon den Preis erkundigt? Ob ihr die Schale 5 Dukaten kostet? Was, Wirtin? Nein, das war nur für die Information. Das war ja gar nicht für den Wein, aber... Aber mehrere Subtilität lässt einmal wieder nichts zu wünschen übrig. Ich spreche die Sachen offen und ehrlich aus. Ich habe euch gute Informationen gegeben. Vielleicht keinen guten Wein, aber gute Informationen. Die Wahrheit, Adept, ist ein scharfes Schwert, das mit Bedacht geführt werden will. Darin seid ihr ja hervorragend. In beidem. Oh, ihr habt ja bald euer Duell. Stimmt ja. Oh, ich bin auch gespannt. Isarun, was ist das jetzt eigentlich? Bist du jetzt Maga? Ja, das ist der Titel meines neuen Ranges. Okay, macht das irgendwas? Kriegst du jetzt irgendwas Tolles, irgendwie ein neues Schwert oder eine neue Rüstung? Du könntest mal eine neue Rüstung brauchen. Ich könnte eine neue, aber die ist doch, also gut, die sieht nicht mehr so super aus, aber sie funktioniert doch noch. Ich habe sie erst neulich ausbessern lassen. Aber wenn man doch eine Rangbeförderung kriegt, dann gibt's doch eine neue Waffe, eine neue Rüstung, ein neues Pferd, was man halt so kriegt. Nun, ich durfte einige seltene Zauber studieren. Ihr habt was zu lesen bekommen. Das ist doch ganz fantastisch. Ja, wunderbares Geschenk. Nicht für euresgleichen. Ich hatte mir mehr für euch erhofft, aber wenn euch das zufriedenstellt, dann will ich mal nichts sagen. Aber ihr könnt gerne noch etwas Ilmenblatt dazu geschenkt bekommen. So als. Richtig, Boltax hat selber angebaut! Ja! Wann denn das? In der Zeit, in der wir Zeit hatten. Ich habe einen grünen Daumen. Also, im übertragenen Sinne. Nicht so wie die Hand eines gewissen hier anwesenden Prioten. Natürlich nicht. Das würde ich euch ja auch gar nicht zutrauen. Ich bin hier. Wieso esst ihr nicht? In meinen Augen solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Wenn ihr noch nach Nazung weiter wollt, das sind zwar nur ein paar Meilen, aber da geht das ja auch schon los mit den Kontrollen. Nicht, dass ihr da reinkommt und dann müsst ihr da lange warten. Das glaube ich nicht. Wir haben ja eine Maga dabei. Ich bin mir sicher, man wird uns durchlassen. Isarun, können wir jetzt auf deinen Rang pochen? Hat der irgendwie Einfluss? Können wir damit was machen? Außerhalb der Gildenmagie vermutlich nicht. Das Problem ist, dass die meisten, so wie ihr, Rafim, nicht so wirklich wissen, was es mit diesem Rang auf sich hat. Können wir einfach sagen, du bist eine große, böse Zaubererin? Was? Das wäre ja eine fürchterliche Lüge. Seid ihr eigentlich auch eine Maga? Ein Maga? Nein, ein... Es ist Magus und ich bin noch Adeptus Major. Ja, also willst du denn auch mal Maga werden oder nicht? Magus. Ach, aber mir Wortklauberei. Gewiss. Wenn die Zeit es erlaubt. Ich nehme mich mal zu dieser Runde rüber. Ist er zu doof? Oder was ist das Problem? Ja, Rafim, der Höflichkeit halber möchte ich diese Frage nicht am Tisch beantworten. Ich nicke mal Abemir zu. Es ist kein Problem, wenn man zu blöd ist, Abemir. Dann braucht man nur ein bisschen länger. Ich denke, das Hindernis unseres Adepten Abemir liegt wohl eher in den, sagen wir, gildenpolitischen Verstrickungen, in die er sich begeben hat. Die eindeutig gegen mich laufen. Das ist wohl wahr. Es gibt Ränke und Ränke-Schmieder, die offensichtlich gegen mich arbeiten. So macht man das doch im Horasreich, hast du gesagt. Und wenn du dich dann irgendwann umbringst, haben die gewonnen. Du hast gesagt, halte deine Feinde nah an dir. Für, genau. die, Ränke,
Für die Ränke muss man natürlich anwesend sein. Und ihr wisst ja, wir ziehen durch die Gegend wie ein paar Streuner, könnte man fast sagen. Ja. Nun aber mir, ihr habt ja noch nie gesagt, dass ihr euch gerne zur Ruhe setzen wollt. Wollt ihr das denn? Wollt ihr Orangen anpflanzen? Ich denke, Heuwe ist ein guter Bauer. Bauer. Boltax bringt euch bestimmt was bei. Ja, das kann ich. Boltax hat einen grünen Daumen, hat er gesagt. Mhm. Auch machen. Ich werde mich nicht zur Ruhe setzen in nächster Zeit. Dafür gibt es viel zu viel zu tun. Na gut, da habt ihr leider recht. Nun, dann müsst ihr wohl leider wie ein Streuner weiter umherziehen. Wir können keine Komplotte und Tränke ziehen. Aber mir, du kannst dann ja all deinen Freunden erzählen, dass du mit einer Maga rumläufst. Ja, nicht nur mit einer Maga. Ja, aber dann kannst du vor deinen anderen Nicht-Magos-Freunden angeben. Oder funktioniert das bei euch auch nicht so? Nein, so funktioniert das nicht. Aber du hast Zugriff auf einzigartige Einblicke und tiefschürfende Informationen. Das haben die bestimmt nicht. Richtig. Ja, gewiss. Nun, Rafim, seid ihr fertig mit eurem Napf? Ja, es ist nicht viel gewesen, muss ich ja zugeben, aber ja. Dann sollten wir aufbrechen. Ihr habt leider nicht Unrecht. Also wo wollen wir jetzt nochmal hin? Natas? Natzungen, Rafim, Natzungen. Ja, dann nennt eure Städte halt unterschiedlich, dann kann ich die auch unterscheiden. Kann ich doch nichts mehr. Na dann, auf! Ja, ihr könnt nochmal eure Schuld bezahlen bei der Wirtin. Abel, mir sind dann natürlich die zwei Dukaten noch besonders hart, die ihr dann darüber rücken muss für diesen schlechten Wein, beziehungsweise die Informationen, die ihr dann bekommen habt, die dann grinsend kassiert werden. Natürlich dann auch nochmal die wenigen Silbertaler für die Unterkunft und so könnt ihr euch dann auf den Weg in Richtung Norden machen. Ja, sie hat recht, es ist tatsächlich nur ein kleiner Weg in Richtung von Natzung, ungefähr 6 Meilen, also nach wenigen Stunden könnt ihr dann das kleine Dörfchen dann eben auch erreichen, beziehungsweise schon etwas größer, vor allem jetzt eben auch durch die Ansammlung. Ihr könnt dann auch die verschiedenen Pferde erkennen, die dann hier auch angebracht sind, die Banner der Goldenen Lanze in Rot, Gold und Silber und auch dann den Ingrims Hammer. Ihr könnt sehen, wie hier ja vor allem auch einige Verletzte dann untergebracht sind, die dann irgendwo auf Heu oder auf Stroh abgeladen sind. 2, 3 Fälscher, die dann hier versuchen, Wunden zu verbinden. Und auch die ersten Kontrollen, die hier stattfinden. Also die Leute stehen dann hier in der Mitte des Dorfplatzes. Gibt dann mehrere Holzschranken oder Bäume, die dann hier runtergeklappt sind, sodass man dann hier vor allem dann auch auf der Reichsstraße in Richtung Norden dann kontrolliert wird. Ihr könnt auch Ugo von Mühling erkennen, der dann hier wohl irgendwo bei seinen anderen Leuten steht. Unterhält sich da wohl gerade mit einem anderen Oberst, den ihr auch so noch nicht gesehen hattet. Und könnt euch dann einreihen. Die Schlange ist aktuell, so zu Beginn des Tages, noch sehr kurz. Könnt dann aber auch sehen, wie dann direkt jemand auf euch zukommt, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Ja, auf dem Weg hätte ich gerne noch eine Sache gemacht, den wir vor uns haben. Ich hätte ja von meiner Bekanntschaft vom gestrigen Abend einen Beutel in die Hand gedrückt bekommen. Da hätte ich natürlich gerne mal reingeguckt, was denn da drin ist. Verschiedene Kristalle, alle selbst gezüchtet, auch einige schöne Einschlüsse, die du siehst, die könnte man sicherlich auch benutzen, um damit Magie zu betreiben, beziehungsweise dann, Kristallomantie ist natürlich dann ein bisschen verrufen, das ist natürlich dann Echsenhandwerk, aber man kann da sicherlich auch Sprüche reinsprechen. Ja, das ist sehr interessant. Alternativ auch Zahlungsmittel könnte man dann so oder so benutzen, aber die sind schon handwerklich gut gearbeitet, viele davon auch dann geschliffen. Er hat ja schon gesagt, dass er ein herausragender Steinschleifer ist und ja. Ja, die würde ich dann zu meinen anderen Edelsteinen, die ich noch habe, in die vielen versteckten Taschen verschwinden lassen. Gut. Ja, wenn ihr euch gerade noch umseht, die Soldaten haben euch wohl so noch nicht ganz bemerkt. Ihr könnt auch auf alle Fälle erkennen, viele Söldner oder Bauern, die dann in schlechter Lederrüstung herumlaufen und sich dann wohl auch eintragen lassen für 1 Silbertaler pro Tag, für 2 Silbertaler pro Tag. Kriegsfürsten oder so etwas könnt ihr hier nicht erkennen. Aber ihr seht dann auch die verschiedensten anderen Banner, ein Bär oder ein Löwe, ein Fuchs, also auch irgendwelche Einheiten aus Gareth oder
die dann diesen Fuchs einfach sich selbst aufgenäht haben. Und dann kommt jemand auf euch zu, den ihr schon kennt, ein sehr bekannter Schreiber, ein sehr bekannter Redakteur vom Aventurischen Boten. Streichelt sich so ein bisschen durch seinen Vollbart, hat eine Pfeife in seinem Mundwinkel und ja, kommt dann direkt auf euch zu. Es handelt sich dabei um Mythram Korsfeld, den kennt ihr schon. Er ist, wie gesagt, sehr bekannter aventurischer Schreiber für den Boten. Ah, die Helden der Schlacht, die Erschlachter. Ah, so viele Schlachten, wie ihr geführt habt. Ja, er holt so einen kleinen Feuerstein raus und entzündet da so ein bisschen Ilmenblatt, was er in seiner Pfeife hat. Guckt euch dann an. Ach, lerne ich euch jetzt endlich mal persönlich kennen. Ich habe schon so viel von euch gehört, aber wenig von euch gelesen. Ihr wollt jetzt also auch in die Finstermark. Aber zum Gruße. Wer seid ihr, guter Mann? Ich glaube, ich muss mich nicht vorstellen und euch muss man natürlich auch nicht vorstellen. Abel Mirja Morenes. Es wäre ganz gut, wenn ihr euch vorstellen würdet. Ich habe keine Ahnung, wer der Mann ist. Ach, euch kenne ich auch nicht. Es wäre höflich. Mythram, guten Tag. Er gibt dir die Hand. Freut mich. Mythram Korsfeld. Ich sehe Redakteur vom Aventurischen Boten. Ja, ich sehe, ihr habt Ilmenblatt. Gute Wahl. Ist das privates Ilmenblatt oder ist das Ilmenblatt, das ihr bereit seid zu teilen? Für Informationen gebe ich euch gerne auch einen Zugang meiner Pfeife. Warum nicht? Nee, das klingt nach einem schlechten Geschäft. Da kriege ich es umsonst. Seid ihr eigentlich noch als Gaugrafen unterwegs? Gerade wenn es dann in den dapatischen Bereichen umhergeht, da kann man ja sicherlich eine ganze Menge mitmachen. Der verwaltungstechnische Status des Königreichs Dapatien ist strittig. Strittig? So. Darf ich euch so zitieren? Natürlich nicht. Wenn ihr eine Ansicht dazu braucht, wendet euch doch bitte an ihre kaiserliche Hoheit, die Kronverweserin. Ich bin mir sicher, sie wird das Reich in Preis Namen gerecht verwalten. Gehe ich von ihr aus, könnt ihr sicherlich auch alles erfahren, was ihr wissen müsst. Gezeichnet. Was führt euch hierher? Wie mein Kamerad sagt, was führt euch hierher? Neuigkeiten aus Dapatien. Die Leute wollen natürlich erfahren, was sich dann in diesen verwilderten Gebieten dann abspielt. Ja gut, wir haben Rommelis befreit, nicht wahr? Ja, das hört sich doch gut an. Ja. Rommelis ist also wieder frei. Ja, ich wollte eigentlich von hier aus mal in Richtung Wehrheim schauen, aber aktuell stehe ich auch hier schon seit 3 Tagen fest und der gute Baron-Oberst von Drohlenhaus lässt mich nicht durch. Presst natürlich dann auch eine ganze Menge an Wegzoll, die er dann braucht, um einiges an Truppen zu rekrutieren und so weiter. Bin natürlich auch gerne bereit, das zu bezahlen, aber er lässt mich trotzdem nicht durch. Ja, vermutlich, weil du da oben stirbst. Ach, ein Korsfeld weiß, wie man sich in unbekanntem oder in feindlichem Gebiet bewegt. Da sind eine ganze Menge Untote, die dich fressen. Und was habt ihr denn in letzter Zeit aus dem Norden gehört? Wie sind die Straßen bis zur Derge? Wie sind die Brücken über die Derge? Man verschiebt sich täglich. Brücken, die sind ja mittlerweile alle kaputt, habe ich gehört. Bis auf die in Rankara und Liritena, da liegen ja drei Truppen voreinander und hauen und stechen aufeinander. Ihr habt nicht zufällig etwas von Answin von Wehrheim gehört? Answin von Wehrheim? Ja, doch, der ist wohl meines Wissens auch hier vorbeigekommen, aber das muss auch schon einige Wochen her sein. Zumindest hat er sich abgemeldet. Wo es ihn verschlagen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, er sagte irgendwas von Gallis oder so. Nun, habt trotzdem Dank. Aber ihr seid jetzt ja auch ein Geweihter, wenn ich das richtig gehört habe, oder? Dieses war. Also kein profaner Wandstrahler mehr. Wollt ihr euch denn Albuin anschließen? Sohn des Lichts, so sagt man. So munkelt man. Albuin von Briggelsaum. Meines Wissens nach ist er gefallen. Nein, er steht dort hinten bei seinen anderen Truppen. Die Schreiter des Lichts, so nennen sie sich jetzt. Hat auch drei Geweihte, glaube ich, dabei. Jalan, ist das ein Freund von dir? Weiß ich, Sonnendiener. Er ist der Illuminat von Wehrheim. Lasst mich durch. Ich schieb Bolters an die Seite und gehe da direkt hin. Ohne über loszugehen, ohne 200 Dukaten einzuziehen. Ja, gliederst dich aus der Schlange aus. Der steht da wohl gerade abseits. Du kannst dann auch sehen. Eigentlich hättest du ihn sofort erkennen können. Gut, Sonnendiener, eigentlich eher in abgerissenen Kutten gehüllt, würdest du meinen. Aber sie führen wohl Siegel der Praios-Kirche mit sich, die dann auf ihren abgerissenen Kutten dann zu sehen sind. Stehen da wohl drumherum. Einige dann wohl ein bisschen erfahrener, ein Kettenhemd. Vielleicht ehemals Ritter vom Bandstrahlerorden oder sowas. Und du siehst dann einen ziemlich charismatisch aussehenden Menschen, lächelt wohl auch gerade.
und fährt sich so ein bisschen durch sein graues Haar. Du würdest sagen, er ist Ende 50, Anfang 60 in seiner prätentiösen goldenen Robe und einer Adlermaske, die er auf dem Kopf hat. Also die so ein bisschen seine Augen halb verdeckt. Wenn du dann auch auf ihn zuschreitest, schaut er dich an und wendet sich dann von seinen anderen Mitstreitern, von seinen anderen Geweihten ab. Knie dann vor ihm nieder. Euer Eminenz, ihr lebt. Selbstverständlich lebe ich. Aber erhebt euch. Niemand sollte vor mir knien. Ich tue nach, wie mir geheißen. Nun, man war sich, als ich zuletzt euren Zustand hörte, nicht sicher, ob ihr es aus Wehrheim herausgeschafft hättet. Doch, 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 doch. Auch als Illuminatus von Wehrheim, aber nachdem ich den einen oder anderen niedergeschlagen habe und Praius dort vertreten habe, wo er es selbst nicht konnte, habe ich es aus den Ruinen hinausgeschafft. Nun wollen wir wieder zurück. Und die Sonne zurück in die finstere Mark treiben. Ein Reich der Sonne erschaffen, in dem keinerlei Übel mehr herrscht. Wollt ihr uns anschließen? Ja, ein hehres Ziel. Ja. Blicke mal zu meinen Kameraden zurück. Nun, der Wille, euch anzuschließen, ist mir wohl gegeben, aber ich habe eigentlich andere Verpflichtungen. Ich habe schon von euch gehört, mein Sohn. Sie erzählen sich in Gareth einige Dinge über euch, die wohl nicht wahr sein können. Und jetzt seht ihr, wie ein paar Haderlumpen ohne Ziel und ohne richtige Queste durch das Land. Seid ihr auf der Suche nach der Quanione? Nach der Quanione, Euer Eminenz? Quanions-Queste, die ausgerufen wurde. Vernahm davon, aber nein, wir suchen nach den Überresten ihrer kaiserlichen Hoheit. Überreste der kaiserlichen Hoheit. Das mag ein hehres Ziel sein, doch ich biete euch an, hier und jetzt, dass ihr euch mir anschließt. Den Sonnendienern, den Schleiter des Lichts, den Geweihten. Wir bringen gemeinsam die Sonne in diese finsteren Lande. Mit unseren Bannstrahlen werden wir sie verdrängen. Wir errichten uns ein kleines Reich und von dort aus breiten wir uns aus. Dann will ich mein Schwert noch in Dienst stellen, Euer Eminenz. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. St. Gilborn lächelt auf dich herab, mein Junge. Wenn ihr mir noch einen Moment der Sammlung gestattet, dann werde ich mich euren Männern anschließen. Selbstverständlich. Ich trete dann erstmal rückwärts von ihm herab und wende mich dann wieder meinen Kameraden zu. Männer, es gibt sicher eine leichte Änderung unserer Pläne. Unserer Pläne? Darauf wir jetzt diesen bescheuerten beleidigt? Nein, hinterher? Bitte sagen. Seine Eminenz gedenkt, einen Sonnenzug in Richtung Wehrheim anzuführen. Und ich kann es nicht mit mir vereinbaren, ihn alleine gehen zu lassen. Ich meine... Ihr wollt auf eine Parade? Seht euch seine Männer an. Da passt ihr gut rein, da habt ihr nicht Unrecht. Ihr wollt uns also verlassen. Nur bis diese Sache gegen Wehrheim von Erfolg gekrönt ist. Jala, ihr solltet euch so eine schicke Adlermaske besorgen. Die sieht sehr kleidsam aus. Und jedenfalls scheint der Illuminat sehr in der Sache sehr sicher zu sein, und dann bin ich jetzt in Not allein zu zweifeln. Auf die eine oder andere Weise wird sie also ausgehen. Und wie ich bereits sagte, es wäre nicht standesgemäß von mir, ihn mit diesem Haufen alleine ziehen zu lassen. Also Anweisungen von oben. Können wir alle nachvollziehen, denke ich. Nun, da ihr ja ebenfalls auf dem Weg in die grobe Richtung seid, bin ich mir sicher, früher oder später werden sich unsere Wege kreuzen. Denkt an die ersten Runde. Wenn ihr es wünscht, Amel Mirja Morenis, lässt sich dieser Termin vorverlegen. Es gilt der erste Runde. Gesagt, getan. Warte, Arroganz. Nun, es tut mir leid, Amel Mirja. Aber die Pflichten des Herrn Praios überwiegen hier leider. Wir können es früher oder später austragen. Ganz nach eurem Belieben. Es gilt der erste Rondra. Dann findet mich. Es ist nicht meine Aufgabe, euch zu finden. Aber ich bin sicher, die Herrin Rondra wird euch schon am ersten Rondra dann zusammenführen. Wenn sie es wünscht, so wird es geschehen. Mit Sicherheit. Ansonsten, wer hätte dann das Duell verloren, nur falls irgendwelche Wetteinsätze getätigt worden sind? Die Herrin Rondra kennt keinen Verlust durch
Formalitäten. Durch nicht erscheinen, aber schon. Oh, erinnert sich noch jemand an die genaue Herausforderung? Wurde ein Ort vereinbart? Nein. Es galt nur die Zeit und die Sekundanten festzulegen. Ohne Ort ist aber schwierig zu sagen, wer da nicht aufgetaucht ist. Nun, da wir zusammen reisen, mussten wir keinen Ort festlegen. Wir können doch jetzt einen Ort festlegen. Nun, dann soll der Ort dort sein, wo wir uns beide befinden. Können wir nicht einfach sagen Gallis oder so? Das klang doch recht sicher. Schaffen wir es bis zum ersten Rondra nach Gallis? Das weiß ich nicht. Nach Gallis ist es noch ein ganz schönes Stückchen. Wir wissen nicht, was uns alles noch für Gefahren auf dem Weg begegnen können. Warte mal, ich hab mal die Karte hier aus Karinos Rucksack geholt. So, hier, da gibt's doch so ein kleines Dorf hier mitten in irgendwo, Rengraf. Das ist in der Nähe von Wehrheim. Da treffen wir uns. Das ist, meine, du und der Alboin da, die wollt doch eh nach Wehrheim und das ist doch auch grob unsere Richtung, oder nicht? Dann gilt dieser Ort als Ort unseres Duells. Morgengrauen? Wie wollt ihr das machen? Nur damit wir da nicht einfach 12 Stunden rumstehen und auf euch warten. Ihr könnt sehen, wie sich jetzt wohl eine der Marschälle dann zu euch bequemt, beziehungsweise der Oberst, das ist derjenige mit dem Bären auf seinem Wappenrock. Aha, gibt es hier also Streit? Das verbitte ich mir, ansonsten muss ich euch in Ketten nehmen.